Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Let's Play Jurassic World Evolution. Ich bin der Neflatur und ja, hier haben wir gerade schon wieder Franzi gesehen, die sich mit, wer war's? War es der Alpha Horst? Ich weiß es nicht, ich glaube schon, wieder um den Alpha-Status gezankt hat. Und wir machen weiter den Plan, dass wir hier das Gehege mit Dilos noch voll machen. Und dann geht es langsam hier rum, dass wir die Aufgabe erfüllen. Die Mission für die Wissenschaftsabteilung. Dass wir die Deinonychus ausbrüten, wird dann der nächste Punkt sein. Dann brauchen wir dann auch wirklich ein neues Gehege. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Wo wir das hinbauen. Eventuell hier hinten. Wenn man sich die Karte anschaut, ist hier vielleicht Platz, dass wir hier einen Tower hinbauen, der hier hinter. Und da vielleicht die Fressenstation hin. Genau. Das ist der Plan. Das mittlere Kraftwerk ist fertig und ans Netz angeschlossen. Und ich würde sagen, wir fangen schon mal an, so langsam das Gehege hier hinten zu planen. Reißen die ganzen Bäume erstmal weg, dass wir sehen, was wir tun. So. Und dann... Ich glaube, dass wir hier erstmal so einen Billo-Zaun hinbauen. Das machen wir direkt hier. Fangen wir an und bauen das einfach mal so rüber. Dass das, ja, wenn wir es so machen, können wir vielleicht das hinten bis hier rüber. So, und dann haben wir noch einen kleinen. Obwohl. Können wir eigentlich rund so rumbauen. Das sieht dann auch ganz gut aus. Ja. Ah, ich würde sagen, das kleine Eck da hinten. Brauchen wir das? Ah, vielleicht, wenn wir es so bauen. So ist doch ganz gut. Ja. Hier. Bisschen hier reingehen. So. Ja, die Insel, die hat so ihre Schwierigkeiten. Ja. Aber die größte Herausforderung ist, dass wir hier einfach richtig Geld machen jetzt. So. Und dann bauen wir dann den Tower hin und gucken mal. Ja, geht schon. Geht schon. Wir haben hier dann links und rechts natürlich ein bisschen wenig, was wir abdecken hier auf den Seiten, aber hier hinten dann auf jeden Fall sehr gut. Und bauen jetzt einfach mal den Weg straight hier rüber. So. Und brauchen da auf jeden Fall dann eine Energiestation. Und ihr wisst ja, auf der Insel ist nicht nach ästhetischen Gesichtspunkten das hier gebaut, sondern einfach nur, dass es funktioniert. Und dann müssen wir auf jeden Fall das Gehege, also diese Hammond-Entwicklungsstation, irgendwann umstellen. Und da haben wir ja schon gesagt, dass wir sie eventuell hier hinten hinbauen. Und das machen wir auch gleich jetzt, würde ich sagen. Wie können wir das da schön hinbauen? So, würde ich sagen, geht doch die ganze Sache. So, dann können wir das andere nämlich wegnehmen. Sobald wir die Dios alle raus haben, die wir brauchen. Wir bauen das jetzt einfach mal hier rüber und fangen hier an, rund runter zu gehen. So. Wieder Strom verbinden. So.
Das wird erstmal reichen, würde ich sagen. Wieder Erfolgschance. Oder können wir eventuell schon Erfolgschance 3 erforschen? Können wir das? Brutstätten leider nicht. Erfolgschance 3, was brauchen wir da? Auf der Isla Sorna, da sind wir ja. Leider. Ah, wir sind auf der Pena. Können wir nicht, also setzen wir da nochmal 2er rein. Na, so. Passt. Wunderbar. Das funktioniert erstmal. Wir haben wieder einen, den wir rauslassen können. Aber ich glaube, wir können da auch direkt noch weitermachen. Ja, auf jeden Fall. So. Und als nächstes machen wir dann Deinonychus. Dieser Auftrag zieht eine Gelegenheit nach sich. Oder in unserem Fall Gebrüll. Wir könnten es mal annehmen. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich denke, wenn wir Deinonychus haben, wird es auf jeden Fall hochsteigen auf 1000. Weil dann haben wir ja auch mehr Varianten von Dinos im Park. Große Frage ist, warum gehen hier schon Leute rein? Wie viele? 28? Ist ja nichts in dem Gehege. Ja. Bisschen Wasser. So. Dann. Bisschen Wald. Ah, sieht eigentlich auch ganz gut aus jetzt. Was kostet uns denn der Deinonychus gerade? Boah, der ist schon ganz schön teuer, Leute. Der ist schon... Und vor allem ist der außerordentlich sozial, wenn ich mich recht erinnere. Und soziale Gruppe, ja, er braucht mindestens 3. Das ist schon krass. Also brauchen wir da mindestens 3,5 Millionen. Aber wir kriegen ja ganz gut Geld jetzt. Ist immer noch hungrig. Ich glaube, die sind ständig gestresst. Bauen wir nochmal eine weitere Futterstation hier rein. Auslastung dieser Futterstationen. Oh, da müssen wir auf jeden Fall mal das Ranger-Team holen, die hier die Futterstation auffüllen. Unterwegs zur Futterstation. Hm, lass uns mal noch eine Lebendnahrung hier reinbauen. Eine Ziege hier hinten. So. Wir brauchen mehr Personal. Ja, also jetzt gibt es doch wirklich genug Stationen, oder? Am Verhungern schon, Leute. Geh doch mal was fressen. Jetzt. Ja, geh ran, komm. Jetzt. Komm schon. Wirklich genug da in diesem Gehege für euch, oder? Da wurde schon die erste Ziege gerissen.
Ah, das mit der Nahrung hier drin ist echt ein kleines Problem. Die sind ständig gestresst durch die... durch die Serranos. Wir könnten hier noch zumachen anständig. Zusammenbauen irgendwie. Jetzt sind wir auf jeden Fall am Maximum angekommen. Hier steht einfach das Tor offen. Und Dilo ist davor. Und wir brüten uns jetzt mal unter Nonychos aus. Ich habe gerade die Berichte gesehen. Dank Ihnen sind unsere Besucherzahlen gestiegen. Gute Arbeit bei diesem Auftrag. Jo. Und holen uns noch einen neuen Auftrag. Haben eine Rufbelohnung bekommen, starke Heilung. 2.0. Und holen uns noch einen. Es heißt, es gäbe einen neuen Auftrag. Ah, nee. Aber haben wir schon was anderes. Das geht jetzt auch gut, Geld. Wir können gleich den nächsten Deinonychus basteln. Ja, das ist schon ein kleines Problem hier, dass die ständig gestresst sind und nicht mehr zum Fressen kommen. Das ist nicht ganz so gut. Da ist vielleicht das Gehege tatsächlich zu... Was hat er denn gerade gemacht? Der Alpha-Horse scheucht wieder hier die ganzen kleinen Saurier von der Fressenstation weg. Dass sie selber schnabulieren will. Jetzt können wir auch so langsam mal anfangen, dann mit dem Heli wieder vom Metriacanthus rauszuholen. Wo gibt's denn den? Serato, gibt's den hier? Haben wir den nicht schon mal hier gesehen? Ich glaube, hier war er, ne? Ja, genau. Lass uns mal hier aufbrechen. Gibt's den nochmal irgendwo? Einen ganzen Haufen neue Dinosaurier auch da. Aber hauptsächlich hier. Sich hier mit Riacanthosaurus Platz, wo wir welche bekommen können, Fossilien. Lass uns mal... Da haben wir was zum Verkaufen. Ich habe ein neues Angebot, das ihr sich ansehen sollt. Nee, lass mal. Wir sind gerade woanders. Hier mit Riacanthosaurus haben wir tatsächlich noch gut was an Fossilien mitgebracht. Ja, da spucken sie sich an. Und da kriegen wir dann auch den ersten Deinonychus. Wir fliegen die dann auch gleich rüber und hoffen einfach mal, dass, ja, dass es so lange gut geht. Wie wir da drei drin haben dann. Ja. Ich möchte nicht im anderen Gehege einen ausbrüten, weil wenn dann wirklich betäubt wird, dann liegt er da und wird vielleicht... Oha!
Aber was soll denn das? Was ist denn hier kaputt, bitte? Ach was, okay. Dann holen wir uns noch ein Ranger-Team. Und fahren mal da hoch. Was ist das? Nee, ich glaube, wir müssen da. Ah! So hoch fahren. Das ist mittlere Kraft, glaube ich. Und der zweite Deinonychus ist auch fertig. Und dann fliegen wir die gleich rüber und geben gleich den nächsten in Auftrag. Ach komm. Gib Gas. Sabotage beseitigt. Wir lassen die beiden frei. Na? So. Und noch ein. Einverstanden. Kommt auf die Liste. Wir müssen noch mal ein bisschen die Bäume wegmachen. So. Und dann würde ich sagen, setzen wir hier auch direkt mal noch ein bisschen Planung rein. So. Haben für den Metriakanto ein bisschen was bekommen. Ah, da sind wir null aus, sind wir auf 100%. Geil. Super. Einen hat er. Wir fliegen gleich rüber. Ins Produkt muss eingesammelt werden. Ah, triff's ihn. Jawohl. So, dann bauen wir jetzt auf jeden Fall hier eine Futterstation drin. Fleischfresse. Und die setzen wir am besten einfach mal hier hin. So. Dann ist die gut im Bereich, im Sichtbereich vom Tower. Sieht man da eigentlich auch oben Leute drin? Da steht einer. Toll, wie auch hier das Schild und so. Also, schönes Modell und hier das Holz. Sieht schon gut aus. Und weil wir so lustig sind, machen wir einfach noch einen. Produkttransport im Gange. Hm, können wir uns nicht so wirklich anschauen. Hinter drin. Auch sehr kleine Saurier, aber echt schön.
Ja, so weit, so gut. Und dann haben wir die nächste Attraktion für die Besucher in unserem Park und dann steigt unser Geld wieder und dann können wir immer schneller jetzt. Jetzt geht's los, würde ich sagen. Jetzt haben wir es geschafft. Ein neuer Auftrag kam gerade. Nee, aber wir holen uns mal einen Auftrag für die Wissenschaftsabteilung. Ich möchte Ihnen ein Angebot machen, das Sie nicht ablehnen können. Können wir machen. Können wir. Ich meine, Sie könnten es natürlich ablehnen. Aber warum sollten Sie? Hier sind nicht nur die Dinosaurier am Leben. Die Anlage selbst ist eine Art Organismus. Sie muss wachsen. Ja, sind wir doch dabei, Gude. Sind wir doch dabei. Deinonychus wird uns auch schon angezeigt, dass wir das erledigt haben. Gut Geld. Das bedeutet jetzt aber auch, dass wir schon wieder ein neues Gehege bauen müssen. Ich bin mir nicht sicher, ob der Metriacanthus mit den Deinonychus zusammengebracht werden sollte. Nicht, dass das da Probleme macht. Ich würde sagen, wir bauen dann hier nochmal so ein Gehege hin. Ein langes. Produkt wurde transportiert. Oh, das können wir ja richtig schön hier vorne direkt ranbauen. Und hier machen wir nochmal ein kleines Gehege rein. Ah ja, das geht ganz gut, Leute. Das geht ganz gut. So, zack. Und da bauen wir ein Metriacanthus-Gehege hin. Und da würde ich mal sagen, gehen wir auf die starken... auf die normalen Stahlzäune erstmal. Und gucken mal, ob uns das Ärger macht oder nicht. Das ist sehr gut. Denn, wie wir ja wissen, mag der Deinonychus mindestens drei im Gehege. Sonst wird er unzufrieden. Wie sehr ist denn da jetzt die Unzufriedenheit? Ja, schon. Müssen wir schon ganz schön schnell jetzt machen. Galliminius können wir da natürlich auch reinsetzen, vier Stück, und den Chasmosaurus, was das auch immer für einer ist, was der macht. Oh, Leute, wir haben Sturmwarnung, wir öffnen die Schutzräume. Gefährlich, gefährlich. Ui, da ist... Oh mein Gott. Leute, ein Tornado bildet sich. Oh, das ist nicht gut. Wir sorgen da gleich mal dafür, dass hier auch der noch betäubt wird. Den Hubschraubern ist das Gott sei Dank egal. Aber... Oh mein Gott! Was ist... Oh, Himmel! Da wird da gleich mal der ganze Zaun echt gefetzt. Gebaut. Und er nimmt total Kuss. Oh, Leute, das ist nicht gut. Und da sind die ersten Saurier ausgebrochen. Ah. Oh, Leute, das ist gar nicht gut. Da
zieht der Tornado über die Insel quer drüber. Wissenschaft ist nicht bloß experimentieren, sondern auch beobachten. Was ich bei Ihnen sehe, gefällt mir. Ja, mir gefällt es gerade nicht so, muss ich sagen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Action. Oh Leute, das ist überhaupt nicht gut. Oh, 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 oh. Hier scheint alles noch intakt zu sein. Es ist auch furchtbar schwer zu fahren, weil der Wind, der treibt das Auto irgendwo anders hin. Schnell! Wir müssen die Gehege wieder reparieren. Du bist aber noch nicht fertig, Ranger. Oh Mann, oh Mann. Ja, die Insel, die ist schon echt so ein eigenes Ding, das muss man sagen. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Puh. Sammle Produkt ein. Boah, da bin ich ja echt froh, dass das Gehege nicht aufgerissen worden ist. Das wäre ja katastrophal geendet dann. Kümmere mich um Reparatur. Dann ist ein Generator kaputt. Aufgabenplätze voll. Anfrage erhalten. Reagiere auf Reparatur. Unterwegs zur Reparatur. Oh, jedes Mal. Mann, 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 du. Die beiden Dynamitis werden abgeholt. Müsst ihr da nicht. Der ist noch immer oben. Ich glaube, wir haben es aber in den Griff gekriegt wieder. Wir können hier aufmachen. Liebe Gäste, wir möchten uns. Wow. Ganz schön heftig. Da würde sich jetzt wirklich mal eine Investition in eine Sturmabwehrstation wirklich rentieren. Ich glaube, das machen wir auch. Wo können wir die denn am schlausten hinsetzen? Einfach, na, das ist nicht so cool. Aber da deckt er dann den Turm nicht mehr ab und den Zaun auch nicht. Ah, Leute, das ist schlecht. Na gut, wir bauen es hier mal hin. Ich glaube, ein Deinonyrus macht hier gerade auch schon wieder Ärger. Oh Mann, oh Mann. Oh oh. Oh 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 oh. Füge Aufgabe hinzu. Leute, bitte beruhigt euch doch mal. Und der fährt schon wieder den totalen Stuss zusammen. Ranger-Fahrzeug wird angegriffen.
Was soll denn das? Puff. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Fahrzeug wird angegriffen. Komm. Bestätige Produktbestellung. Oh nein! Oh, Leute! Señoras y señores, como medida de precaución y por su seguridad, diríjanse al refugio más cercano. Also, wir beschweren uns gerade, aber irgendwo macht es auch Spaß. Es ist einfach irgendwie geil. Komm. Yes. Schlaf ein. Produkt muss eingesammelt werden. Und auch noch eine Krankheit ausgebrochen. Ach, es ist so herrlich. Wir werden hier mal den Zaun verbessern, aber unbedingt. Produktzustellung bestätigt. Zum Besten, was wir hinkriegen. Puh. Zum Namen Dinosaurier, okay. Komm schon. Komm, hau ab. Produkt in der Luft. Verstanden. Wir brauchen dringend Treffsicherheit und so in unseren Anlagen. Beim Ranger auf jeden Fall auch. Produkt wurde eingesammelt. Und Nachladetempo und dann noch Ranger Planung. Das gleiche, den gleichen Spaß machen wir jetzt auch noch bei unserem ACU. So, okay. Und da rammeln sie schon wieder. Hör auf damit! Oh Mann, Leute. Oh Mann. Transport abgeschlossen. Wir sind schon bei Minute 33 und hier ist total Action im Park. Eigentlich müsste ich die Folge jetzt beenden, aber wir bringen das jetzt schon noch unter Kontrolle. Produkt zugestellt. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht böse, wenn das ein bisschen länger wird hier. Aber ihr seht ja, was hier los ist. Meine Damen und Herren, bitte begeben Sie sich in Ihrer eigenen Sicherheit zum nächsten Schutzraum. Passwort. Дамы и господа, в качестве меры предосторожности и для вашей безопасности просим пройти к ближайшему убежищу. Kriegst du den Heli? Kriegst du den? As a precautionary measure and for your safety, please proceed. Ranger-Fahrzeug wird angegriffen. Meine Güte. Señoras y señores. Como medida de precaución y por su seguridad, diríjanse al refugio. Und wieder ins Gehege. Oh, unten geht's schon wieder zur Arbeit. Deine Nichos sind richtige Stressbolzen. Richtig heftig. Was
Was geht hier ab? Bin zur Futterstation unterwegs. Ihr Ruf bei der Wissenschaftsabteilung ist beeindruckend. Wir holen jetzt mal beide Ranger rüber. Wo fährt der hin? Du wirst da drüben gebraucht. Warten, Stress! So, jetzt sind es aber alle mal dann da drin, oder? Sonst betäuben wir die einfach alle mal. Und hoffen dann das Beste. Ich baue jetzt den Zaun noch aus und dann muss ich leider die Folge beenden, auch wenn es gerade mega spannend ist. Produkt transportiert. So. Also, Leute, ich hoffe, da ist jetzt wirklich Ruhe und ja, ihr hattet Spaß an der Folge, das ist klar, wenn totales Chaos ausbricht, das macht immer Spaß und sowas. Gebt mir doch einfach einen Daumen nach oben, das würde mich freuen und ich würde mich auch sehr über ein Abo freuen und am meisten freuen würde ich mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid und dann hoffen wir, dass das alles mal unter Kontrolle zu bringen ist, hier die ganze Sache und ja, ich sag mal, bis dann, euer Neflatur.